Es geht weiter mit Let's Play Gothic 2, die Nacht des Raben. Ich werde mich jetzt mal um diese Höhle hier kümmern, die man von dieser Perspektive hier aus, also wenn man jetzt hier dem Weg einfach mal folgt, dann schaut man sich hier links einmal kurz um und die Höhle ist ziemlich gut versteckt. Auch wieder der Eingang verschmilzt so quasi mit dem eigentlichen Berg. Und wenn man jetzt hier nicht genau nochmal reingeht, kann man die sehr leicht übersehen, aber damit haben die Gothic-Entwickler ja wirklich gerne gearbeitet mit diesen versteckten Höhlen. Und ich sehe schon, dass hier Goblins ihr Zuhause gefunden haben. Jetzt ist die Frage, was für welche schwarze Goblin-Krieger. Das war ein schwarzer. Das Gute war, dass ich den schwarzen Goblin, den Goblin-Krieger direkt am Anfang easy ausgeschaltet habe. Das heißt, die gröbste Gefahr war auch schon direkt gebannt, ohne dass mir da irgendwie noch großartig Schaden zugefügt wurde. Die Höhle ist noch nicht beendet, keine Sorge, ich gehe da gleich noch weiter rein, aber erstmal hier die Heilpflanzen einsammeln. Wenn es eine Sache gibt, die man in Gothic neben dem vielen Speichern einhalten sollte, dann ist es beim Erkunden und beim Einsammeln eine gewisse Ordnung einzuhalten, weil man ansonsten ganz schnell den Überblick verliert und dann im Nachhinein nicht mehr genau weiß, wo man schon war. Was habe ich eingesammelt? Wo muss ich noch hin? Gerade wenn man neu an irgendwelche RPGs geht, sollte man diese Taktik beibehalten. Ich weiß noch genau, als ich das erste Mal Skyrim gespielt habe, habe ich das genauso gemacht. Ich habe mir so ein Gebiet auf der Map abgesteckt und habe dieses Gebiet dann nach und nach erkundet, weil ich einfach nichts verpassen wollte. Und so halte ich es halt auch mit Gothic, selbst wenn ich das schon hier zum 20. Mal spiele. Wobei ich hier auch wieder erwähnen muss, dass ich Gothic wirklich nicht so oft gespielt habe. Ich habe es, wie gesagt, ein oder zweimal ganz durchgespielt. Die Addon-Welt insgesamt, glaube ich, sogar tatsächlich nur einmal. Hier ist ein Schattenläufer, oder? Ja, what the fuck. Den kann ich vielleicht sogar besiegen. So unmöglich scheint mir das gar nicht. Wenn ich mich richtig anstelle, also ich trinke einfach mal jetzt nochmal einen Heiltrank und schau, ob ich das nochmal hinbekomme. Ich glaube, das versuche ich ein paar Mal. Im Zweifel benutze ich dann Magie. Unglaublich, dass wir mittlerweile wirklich so stark sind. Guck mal, man kriegt übrigens tatsächlich immer und immer wieder Stärke von den Äpfeln. Das war ja meine Frage, ob das begrenzt ist. Es ist nicht begrenzt. Du kannst wirklich so oft Stärke benutzen, wie du wirklich diese Äpfel essen kannst. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele es waren. 25, glaube ich. Optimalfall pennt er jetzt noch. Das war schon scheiße. Das war crap. Ich denke, ich werde Magie benutzen müssen. Ansonsten habe ich, glaube ich, nicht die Chance, das zu schaffen hier. Er hat schon wieder den First Hit gehabt. Meine Schlagabfolge ist nicht flüssig genug, um den Jungen hier wirklich auszuschalten. Ich schau mal, was ich für Spruchrollen dabei habe. Feuerregen. Haben wir tatsächlich doch Feuerregen bekommen? Wusste ich doch, dass wir vorhin sowas bekommen haben, was so ähnlich aussah wie Feuerregen. So, Eislands ist crap. Windfaust auch vielleicht mit einem Eisblock einfrieren? Soll ich das mal ausprobieren? Vielleicht habe ich dann lange genug Zeit, tatsächlich auch Schaden auf den zu machen. Zieh mal einer an. Die Taktik funktioniert. Wunderbar.
Ich wusste nicht, dass der Frost so lange hält. Na, sehr schön. Jetzt ist er erst zerfallen. Oh, der CC ist ja echt höllenkrass. Wow. Wusste ich nicht. Also, Eisblock merken. Ist eine Spruchrolle, die sollte ich mir vielleicht nochmal kaufen, wenn ich sie sehe. Eigentlich habe ich die eher als schwach empfunden, aber Langbogen und einen Trank. Ich gehe jetzt erst mal hier an das Kreuz. Eigentlich habe ich Eisblock als schwach empfunden, weil ich irgendwie immer nur in dem Schemata gedacht habe, es gibt die krassen Damage-Zauber. Und hier ist ein Schwert. Edles Langschwert habe ich leider schon. Es gibt die reinen Damage-Zauber und die Heilzauber und alles, was keinen Damage macht, ist dann halt auch Crap. Aber so solltest du nicht denken. So sollte man nicht denken. Vom Schlösserknacken verstehe ich. Und schon wieder eine Truhe, die ihm entgeht. Vom Schlösserknacken verstehe ich. Und da sind dann nachher die richtig fetten Schätze drin. Ich sollte unbedingt Schlösserknacken lernen, wenn es mir denn hier irgendwo in der Addon-Welt möglich ist. Wenn ihr wisst, ob ich hier irgendwo tatsächlich auch Schlösserknacken lernen kann, lasst es mich bloß wissen. Da bin ich dankbar drüber, wenn ich solche Tipps erfahre, weil ich einfach gerade auch in der Addon-Welt hier, so schön es auch ist, einfach nicht so den Durchblick habe. Ich muss auch ganz klar sagen, dass ich mich hier gebietstechnisch nicht so gut auskenne. Also Addon-Welt ist bei mir wirklich noch, ich weiß, wo die Piraten sind, ich weiß, wo die Banditen sind, ich weiß auch ungefähr, wie es bei den Banditen aussieht. Was ich nicht weiß, ist, was ich hier beim Rest der Map so einzuordnen habe. Also ich habe ja hier die Map. Wir haben hier oben den Strand und dann den Canyon, der am Strand angrenzt. Also jetzt im Nordosten, der Canyon, da mit den Kakteen. Alles, was im Südwesten ist, oder im Süden, Südwesten, sagt mir gar nichts. Und der Osten ist halt der Sumpf mit den Banditen. Und es scheint auch eine Verbindung vom Canyon zu dem Sumpf zu geben. Und was im Westen ist, im Südwesten, der Strand da, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, ob man da überhaupt hinkommen kann. Allerdings habe ich das Gefühl, dass im Südosten, da seht ihr so zwei kleine Gebäude ganz hinten, wo die Pfade hinführen. Das könnten zwei der Herrenhäuser sein. Ein weiteres Herrenhaus könnte das im Osten sein, im Sumpf. Im Norden des Sumpfes, im Süden des Sumpfes, also Südosten. Und das vierte Herrenhaus könnte, ja, da oben im Canyon sein, aber da bin ich mir auch nicht sicher. Das sind jetzt gerade einfach nur so grobe Überlegungen. Und ich glaube, hier sind tatsächlich die Foki einmarkiert, gekennzeichnet. Sieht fast so aus, ne? 1, 2, 3, 4, 5. 5 Foki. Und alle kann man hier sehen. Ja, interessant. Sehr schön. Dann müssen wir uns nicht mal großartig auf die Suche nach den Dingern machen, weil wir sie relativ leicht finden, weil sie markiert sind auf der Karte. Wo ist eigentlich der Junge, der hier Holz gesammelt hat? Was heißt, Junge ist gut, der Pirat? Da ist nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Widerliche Viecher. Ich habe mir eigentlich nie so Gedanken gemacht, dass die in Wirklichkeit doch wirklich ekelhaft schmecken müssen, aber da ist nichts zu holen. Keine Ahnung, in Gothic 1 hatte ich immer so das Gefühl, dass es irgendwie so eine, es könnte sogar richtig gut schmecken. Aber es sieht ja letztlich eigentlich nur aus wie eine große Kellerasse. Hier haben wir übrigens Malcolm. Ich bediene mich einfach mal, mein Freund. Siehst übrigens nicht so aus, als ob du dich hier großartig überarbeiten würdest. Nicht, dass ich es an einem solchen Ort anders machen würde. Ich muss weiter. Lass dich nicht von den Biestern fressen. Die Gegend hier ist sehr gefährlich. So, jetzt werde ich mal den einen Trick machen, den ich schon kenne. Hier oben ist ein Lagerfeuer.
Mit ein paar Schafsfällen, da frage ich mich natürlich auch wieder, wieso zur Hölle liegen hier oben Schafsfälle? Wahrscheinlich pennt er hier, aber irgendwer muss die Schafe da auch umgelegt haben. Und ich glaube, in der ganzen Addon-Welt gibt es keine Schafe. Also müssen die die irgendwie aus Corinus und Umgebung mitgenommen haben. So, und hier ist Nebel und man sieht es sehr schlecht, aber hier geht es steil bergab. Ich speichere. Und dann wage ich den Sprung ins Ungewisse. Stunt-Bonus. Das Lustige ist, ich bin ungefähr dreimal auf den Felsen aufgeschlagen. Und ja, übrigens, hier geht's jetzt nicht mehr raus. Hier muss man jetzt tatsächlich schwimmen. Und ich glaube, das war war schon immer eher ein bisschen riskant, weil einfach die Schwimmanimation ziemlicher Crap ist. Und man auch einfach sagen muss, dass das Lungenvolumen des guten Helden hier nicht die eines Apnoe-Tauchers ist. Also es reicht gerade so aus. Also für irgendwelche Ausflüge unter Wasser hat man hier nicht mehr Zeit. Und da sind Lurker. So stelle ich mir übrigens tatsächlich auch so eine typische Lurker-Höhle vor. Tief unter Wasser, nass. Ungemütlich. Zwei Stück übrigens. Es wäre schön, wenn ich die einfach schnell ausschalten könnte. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, warum kritte ich denn gerade nicht? Das ist ja ein richtiges Trauerspiel gewesen. Ich habe nicht einmal gekrittet gerade. Jetzt. Wow. Richtig schlecht. Ich habe den ersten ohne einen einzigen Krit umgelegt. Ich glaube übrigens, dass diese Stelle, wo man hier gerade eben gesprungen ist, auch die einzige in ganz Gothic ist, wo man einen Stunt-Bonus bekommt, weil man irgendwas runterspringt, irgendeine Steilküste runterspringt in irgendeine, also einfach den Sprung ins Ungewisse wagt. Also ich kann mich nicht erinnern, dass es irgendwo nochmal sowas wie einen Stunt-Bonus gab. Schwefel. Auch ein netter Ort, um Schwefel zu verstecken, wobei man sagen muss, wenn man Schwefel vermutet, dann wahrscheinlich hier. Das muss hier stinken, wie die Hölle. Ein Goldbrocken. Die Kristalle würde ich gerne mitnehmen. Nee, ist nichts mehr. Gut, dann speichere ich. Und jetzt geht's wieder ans Tauchen. Jetzt stelle ich mir vor, dass hier irgendwo gleich ein Gitter auf uns wartet. Das wäre echt nicht so schön. So, und da sind wir hier. Auch ein interessanter Ort. So, und von hier aus plötzlich, also hier, das ist dieser Talkessel. Da hinten, wenn wir weiter geradeaus gucken, haben wir die Sumpfratten erledigt mit Alligator Jack. Und von diesem Punkt aus sieht man hier eine Höhle, die von der anderen Seite hier, von der Landseite, gar nicht sichtbar ist. Da werde ich jetzt mal versuchen reinzukommen. Ich muss zugeben, dass ich gerade nicht genau weiß, was dort war. Ich habe diese Erinnerung, dass da eine Leiche war, aber ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Hinter den Wasserfällen war nichts. Sieht auch ganz beschaulich aus hier. Ein Liegestuhl hier auf dem Felsen und dann genießt das Leben. Jetzt ist die Frage, wie komme ich da hoch? Hier? Speichern. Ich habe keine Ahnung, was mich da erwartet. Ich weiß es echt nicht mehr. Ich habe halt in Erinnerung, dass hier eine Leiche war, aber da ist es doch auch tatsächlich. Hier liegt ein Pirat. Hank. Hank und Angus. Und ein Trank. Von irgendwas sind die gekillt worden. Morgans Ring. Ein Einhandtalentbonus. Auch nicht schlecht. Das, genau, ich erinnere mich. Da habe ich mich nämlich das letzte Mal schon drüber aufgeregt, als ich hier war. Die Leute hier haben hier hinten die fettesten Waffen und man kann die Waffen einfach nicht looten. Weil das ist eigentlich ungewöhnlich. Weil das ist fehlerhaft. Das ist definitiv fehlerhaft.
Es ist zwar so, dass du in Gothic niemals die Rüstung klauen konntest, aber du konntest immer die Waffen mitnehmen. Und die haben ihre Waffen hier eindeutig noch angelegt. Und das heißt, eigentlich hätte ich sie klauen müssen. Leider geht's nicht. Einhandtalent Bonus 10. Mal gucken, bin ich jetzt schon Meister? Nee, Kämpfer. War fast Meister, glaube ich. Viel fehlt da nicht mehr. Keine Ahnung, vielleicht brauche ich den später noch. Bogenschützen, Armbrustschützen. Geschick. Ich brauche Einhand. Zweihandkampf ist uninteressant. Einhandkampf habe ich leider... Oh! Das kann ich nicht lesen. Ich wollte gerade sagen, der kann das schon lesen, aber kann er noch nicht. Mir fehlt noch die nötige Erfahrung. Ja, liebe Leute. Ich benutze diesen beschaulichen Ort, um hier eben kurz Pause zu machen. Wir hören uns hoffentlich beim nächsten Part wieder. Und bis dahin macht's gut. Ciao.